Willkommen zu einer neuen Folge des Ruhrpott. Heute in einem ganz anderen Format, denn wir sind hier zu zweit. Mein Kollege Willem Presiner und ich wollen uns heute mit den Pop-Up-Radwegen, vor allen Dingen in Berlin, beschäftigen. Pop-Up-Radwege, vielleicht haben Sie es in der Presse gelesen, sollen in Berlin nun abgebaut werden. Aus planerischer Sicht macht es ja durchaus Sinn, dass man jetzt gerade in Zeiten der Corona-Krise Radfahrern eine erhöhte Sicherheit und mehr Raum im Stadtraum gibt. Auch vor dem Hintergrund natürlich von Mobilitätsformen, nachhaltigen Mobilitätsformen im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr. Und deswegen ist Berlin, aber auch viele andere Städte in Deutschland sind auf die Idee gekommen, wir installieren relativ kurzfristig, spontan und weitgehend provisorisch sogenannte Pop-Up-Radwege. Das heißt, man kann sich die so vorstellen, vielleicht haben Sie es gesehen, das sind mehr oder weniger bessere Baustellenabgrenzungen mit so gelben Linien und ein paar Pölern, um dann sozusagen ein Stück weit vom Straßenraum, der eigentlich fürs Auto vorgesehen war, den Radfahrern zu geben. Und diese relativ kurzfristig oder einfach zu generierenden Erweiterung des Radwegesystems, davon hat jetzt Berlin Gebrauch gemacht, der Senat. Und das Verwaltungsgericht hat dem aber widersprochen und gesagt, nein, ihr müsst diese Einrichtungen, Vorkehrungen wieder abbauen. Was hat es denn damit auf sich? Ein Abgeordneter des Berliner Senats hat gegen diese Pop-up-Radwege, gegen diese Verkehrszeichen geklagt. Das sind Verwaltungsakte, Allgemeinverfügungen, um genauer zu sein. Und da kann er gegen vorgehen vor dem Verwaltungsgericht. Wir wissen alle, Klagen können dauern. Und deswegen gibt es da die Möglichkeit des einstweiligen Rechtsschutzes, so heißt das, die dafür sorgt, dass das Verwaltungsgericht nach einer summarischen Prüfung, also die gucken, wie könnte das denn im Hauptverfahren ausgehen, entscheidet, ob diese Radwege erstmal bleiben oder ob die abgebaut werden. Das heißt, man hat hier in so einem sogenannten Eilverfahren, wie man vielleicht auch in der Presse entnommen hat, hat das Verwaltungsgericht gesagt, nee, die Dinger müssen weg, weil, Moment mal, die Grundlage ist doch hier die Straßenverkehrsordnung, soweit ich das richtig sehe. Und die sorgt ja erstmal dafür, oder ihr Zweck dient dazu, dass die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sichergestellt ist, sodass Gefahren auch dass zum Beispiel Gefahren für Radfahrer auch abgewehrt werden, aber genauso gut für Autofahrer, eigentlich für alle Verkehrsteilnehmer. Und die Bezirke haben die Straßenverkehrsordnung zugrunde gelegt und haben jetzt diese Sicherheitsmaßnahmen vollzogen für die Radfahrer. Was ist denn, wie ist denn dem zu widersprechen? Das Gericht sagt, dass diese Errichtung rechtswidrig war, weil die Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage, nennt man es, nicht vorliegen. Also § 45 StVO, um den geht es hier. Die Voraussetzungen liegen nicht vor, um diese Radwege zu errichten. Damit ist es rechtswidrig und damit müssen sie erstmal weg. Was sind denn die Voraussetzungen dafür? Der 45 StVO verlangt eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Da muss man halt prüfen, liegt denn eine solche Gefahr vor? Und da geht es um eine konkrete Gefahr. Das Gericht muss dann prüfen, beziehungsweise die Straßenverkehrsbehörde muss prüfen, wie wahrscheinlich ist es, dass es da zu einem Schaden kommt, und muss dann ihre Entscheidung treffen. Also ist es hier an dieser bestimmten Stelle gefährlicher als an anderen Stellen? Wenn wir in den 45 Absatz 9 gucken, dann lesen wir, dass die Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort aufgestellt werden dürfen, anzuordnen sind, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist. Und hier ist die Frage, liegt eine Gefahr vor, die die Errichtung zwingend erforderlich macht? Da gibt es im Absatz 9 noch eine stärkere Voraussetzung, da gibt es aber eine Ausnahme für, und bei den Fahrradstreifen sind wir in dieser Ausnahme, deswegen bleibt es bei den allgemeinen Anforderungen. Wenn ich jetzt als Fahrradfahrer in Berlin bin, fühle ich mich schon regelmäßig
bedroht von Autofahrern und nicht andersrum. Es ist ja nicht so, als ob die Radfahrer die Stärkeren wären und die Autofahrer müssten Angst haben um ihr Leib und Leben. Ganz im Gegenteil. Also das heißt, eigentlich ist die Maßnahme doch dazu da, die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen. Genau, da müssen wir dann ins Gesetz gucken und ein bisschen drin lesen, was steht denn da überhaupt? Und die Frage ist, liegt hier eine konkrete Gefahr für die Sicherheit und Ordnung vor? Und diese konkrete Gefahrenlage setzt voraus, dass Verkehrsunfälle oder schädigende Ereignisse hinreichend wahrscheinlich sind. Wir brauchen also keine mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass wir schon sicher sind, da gibt es Unfälle, sondern wir brauchen eine Situation, die das allgemeine Risiko, also das allgemeine Risiko, ich fahre Fahrrad auf der Straße, in oder auf diesen bestimmten Abschnitten der Straße übersteigt. Und das ist hier die Frage. Gibt es hier ein erhöhtes Risiko für die Fahrradfahrer oder nicht? Und dieses Risiko, diese Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung für die Fahrradfahrer, die muss der Senat, das Land Berlin, darlegen. Die Senatsverwaltung führt dazu aus, unter besonderen Umständen natürlich die SARS-CoV-2-Pandemie. Ja, das heißt, Corona macht es hier unumgänglich, die systemrelevante, nötige Mobilität zu gewährleisten. Und dafür sind diese Pop-up-Radwege unabdingbar. Einerseits, um sich dem erhöhten Infektionsrisiko im öffentlichen Verkehr, das heißt in U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn nicht unnötig aussetzen zu müssen. Mhm. Ja, einerseits, andererseits aber auch, um den Mindestabstand, also die Kontaktabstände von 1,50 Meter auch überhaupt einhalten zu können. Und der Hintergrund hier ist ja der Argumentation seitens des Senats, zu sagen, okay, wir müssen mehr Raum schaffen für genau die Leute, die den öffentlichen Verkehr jetzt nicht mehr nutzen wollen, aus Angst, sich zu infizieren. Eine der Argumente Berlins oder seitens Berlins ist, die Mehrheit hat eben kein Pkw zur Verfügung und muss deswegen auf andere Mobilitätsformen zurückgreifen, wie zum Beispiel das Rad. Und ich finde das alles sehr nachvollziehbar. Allerdings ist das Problem hier tiefer gelegen, und zwar in der konkreten Begründung. Das ist nämlich nur zu mittelbar. Ja? Das heißt, SARS-CoV-2, also als die Straßenverkehrsordnung zum letzten Mal novelliert wurde, stand da noch nichts von SARS-CoV-2. Das heißt, das ist jetzt keine verkehrstechnische Begründung. Genau. Nee, das ist keine verkehrstechnische Begründung. Also wir brauchen irgendwas, was mit der Sicherheit des Verkehrs zu tun hat, um diese Maßnahmen zu begründen. Hier haben wir es auch noch so in der Situation, dass es 8 Pop-up-Radwege, glaube ich, gibt. Manche befristet, manche unbefristet. Und Berlin liegt leider nicht da, warum genau an diesen 8 Stellen die Gefahr gegeben ist. Ja. An den anderen Straßen aber nicht. Ja. Dann kommt noch die Befristung hinzu. Manche sind befristet, manche sind unbefristet. Also die Begründung dafür, die fehlt leider, beziehungsweise die ist lückenhaft. Berlin müsste zum Beispiel sagen, dass die Unfallstatistik da hochgeht, müsste nachweisen, dass es an diesen Stellen deutlich mehr Fahrradfahrer gibt, das Risiko steigt, die Gefahr gegeben ist und dass deswegen die Einrichtung dieses Fahrradstreifens zwingend erforderlich ist. Das fehlt hier aber und das bemängelt das Gericht. Genau, und dann gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, sogenannte Pop-up-Radwege oder Radzonen zu entwickeln oder zu planen, um zu erfahren oder auszuprobieren, wiefern man durch eine Erhöhung oder Verbesserung der Radinfrastruktur auch mehr Menschen dazu bewegen kann, aufs Rad zu steigen, anstatt auf das Auto. Und auch davon hat, soweit ich das verstehe, der Senat keinen Gebrauch gemacht. Ist das richtig? Das stimmt. Die Möglichkeit gibt es, das ist im 45 Absatz 1, ich glaube Nummer 6, das ist die sogenannte Erprobung. Und dafür brauche ich dann diese Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung in diesem Maße nicht. Das Wichtige ist aber dabei, dass diese Maßnahmen immer zeitlich befristet sind. Das trifft auf nicht alle diese 8 Radwege zu. Ja. Es kann sein, dass deswegen sich schon nicht auf die Erprobung berufen wird, weil die Radwege tatsächlich bleiben sollen. Ich versuche das mal mit meinen eigenen einfachen Worten zusammenzufassen. Der Senat oder die Senatsverwaltung muss eigentlich ein bisschen an der Begründung schrauben und dann ist alles okay? Das könnte sein, ja. Die Begründung
Verwaltungsakte muss immer begründet sein, steht im Verwaltungsverfahrensgesetz, die muss geliefert werden. Hm. Also die Senatsverwaltung könnte jetzt die Unfallstatistiken durchforsten, die könnte gucken, wie viele Fahrradfahrer sind denn jetzt wirklich an diesen Stellen, an welchen, wo ist es wirklich erforderlich. Das könnte sie machen. Und wenn sie das tut, ohne politischen Hintergedanken, dann wird auch das Verwaltungsgericht nichts dagegen haben. Eine Möglichkeit ist ja, soweit ich das jetzt richtig verstehe, dass der Senat oder die Senatsverwaltung entscheidet, sich dazu die Begründung nachzuliefern, und dann wird das Verwaltungsgericht diesen Beschluss wahrscheinlich dann aufheben, wenn ich das richtig verstehe, verwaltungsverfahrensrechtlich. Ja. Wir sind ja jetzt immer noch im Eilrechtsschutz. Das Hauptsacheverfahren kommt noch. Mhm. Und in dem Beschluss des Verwaltungsgerichts gab es auch die Möglichkeit, für Berlin an das Oberverwaltungsgericht zu gehen, also Beschwerde einzulegen. Mhm. Das ist auch geplant, wie der Presse zu entnehmen ist. Da wird es dann wahrscheinlich wieder im Eilrechtsschutz noch eine Entscheidung geben. Mhm. Und der Abgeordnete hat in der Zwischenzeit aber verlangt, dass die Radwege abgebaut werden. Das möchte Berlin nicht. Mhm. Und plant wohl da auf die Vollstreckung zu klagen, also dass die wirklich dahin fahren und die Dinge abbauen. In Wahrheit haben wir hier, wenn ich das richtig sehe, eine verkehrspolitische Maßnahme, die durchgesetzt wurde vom Senat. Auch vor dem Hintergrund, dass man natürlich die Verkehrswende herbeiführen möchte in Berlin. Was ja durchaus zumindest meinen politischen Positionen zuspricht. Aber scheinbar ist da ja nicht jeder mit zufrieden. Wie können wir denn verkehrspolitisch nachhaltig eigentlich unter normalen Bedingungen solche Maßnahmen durchführen? In der Straßenverkehrsordnung, in dem Paragraphen 45, geht es um die Gefahrenabwehr. So sieht's aus. Und das ist auch ausschlaggebend, wenn das Ermessen aufgeübt wird. Hm. Wenn politische Überlegungen da eine Rolle spielen, dann ist das ermessensfehlerhaft. Aha. Also hier wirklich nur Gefahrenabwehr. Gibt es mehr Unfälle? Wie ist das Verkehrsaufkommen? Wie entwickelt sich das? Mhm. Wenn die Begründung dahingehend die Covid-19-Pandemie auch noch aufnimmt, wird man da nichts gegen sagen können. Gibt mehr Fahrradfahrer, das lässt sich begründen, das ist in Ordnung. Aber verkehrspolitisch, dafür ist es der falsche Weg. Ja. Dafür müsste man, wie Berlin das wohl auch versucht hat, die StVO ändern, ist damit aber wohl im Bundesrat im Februar gescheitert und konnte die Änderung nicht durchbringen. Damit muss man dann in der Demokratie wohl leben. Auch natürlich vor dem Hintergrund vielleicht besserer Planung, auch qualitätvollerer Stadtplanung, ist es natürlich geboten, die nötigen auch Öffentlichkeitsbeteiligungen durchzuführen, die so eine Maßnahme nun mal erfordert. Also wenn man hier zum Beispiel, und so ist es zumindest in der Presse zu lesen, ich kann es nicht überprüfen oder wir können es nicht überprüfen, aber wenn man auch nicht mal die Feuerwehr beteiligt, die jetzt darüber klagt, dass sie im Brandfall nicht hinreichend gut zu den jeweiligen Gebäuden gelangen kann, dann ist das schon seltsam. Um es vorsichtig auszudrücken. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch diesmal mit uns diskutieren würden. Verkehrspolitik ist auch nicht meins, auch nicht Frau Strothes, aber nichtsdestotrotz würden wir auch über Ihre Statements, auch ob Sie fachlicher Natur sind, aber auch privater Natur als Radfahrer, als Autofahrer, gerne hören und debattieren gerne mit Ihnen über Verkehrspolitik und Maßnahmen der Verbesserung des Verkehrs in der Stadt. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen.